Hey, du hast da was. Er hat ihm doch eben voll in die Eier gegriffen, oder? Renut? Ja. Hotefress schickt mich. Hotefress? Um zu helfen. Hotefress. Ich habe die Puppe eurer Tochter. Das war überhaupt der beste Name überhaupt bisher. Ich habe schon mal. Hey, ich bin's, euer Ritter. Willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Boah, ich war jetzt ewig nicht mehr online und überhaupt an der Konsole und so weiter. Ich hatte ein bisschen jetzt eine Auszeit gebrauchen können. Wir waren jetzt auch öfters auf Twitch unterwegs, habe ein paar Livestreams mal hinter mich gebracht, aber das war irgendwie nicht so, ja, ich fühle mich da noch nicht so ganz heimisch. Da muss ich auch vielleicht noch ein bisschen dran basteln. Und ja, viel ist jetzt vergangen die letzten Wochen, dass wir jetzt weitermachen hier. Wir wollen nämlich Assassin's Creed noch beenden, so schnell es geht, hoffe ich mal. Ich habe jetzt wie versprochen ein paar Nebenquests gemacht, damit ich im Level steige. Und zwar sind wir jetzt Level, wo ist es denn? Hier, Level 26. Wir hatten das letzte Mal Probleme mit den Gegnern generell. Wir haben denen kaum was abgezogen und unsere versteckte Klinge, die hat auch nicht richtig getötet. Und das war ein Problem für uns. Und deswegen haben wir die Level gebraucht. Jetzt sind wir aber eins drüber jetzt als die Quest, die wir jetzt starten. Bist du jetzt mal ruhig? Wir sollten jetzt eigentlich keine Probleme mehr haben. So, ihr werdet jetzt auch wieder öfters mit Videos von mir rechnen müssen, dürfen. Es ist eine Strafe für euch, ich weiß. Aber so ist das Leben. Und ja. Alles wieder ans Laufen bringen. Gut, wir machen jetzt mal für Cleopatra. Keine Sorge. Oder ist das Cleopatra? Ich werde nicht zulassen, dass sie diese Küche schließen. Ah nein, das ist Renut. Renut, ihr erinnert euch. Hoffe ich. Es ist schon ewig her, ich weiß. Hallo, Renut! Renut? Ja. Hotefress schickt mich. Hotefress! Um zu helfen. Hotefress! Ich habe die Puppe eurer Tochter. Das war überhaupt der beste Name überhaupt bisher. Ich habe schon auf Nachricht von ihm gewartet. Hab Dank, komm, wir essen und reden. Hier, ich zeig dir mal den richtigen Osterhasen. Oh, ich liebe meine neue Puppe, Bayek. Und ich nenne sie Isid. Und sie wird die Beschützerin des ganzen Fayum. Fayum! Seit Hotefress diese Aufzeichnungen gestohlen hat, herrscht Chaos im Fayum. Soldaten mit Fackeln patrouillieren jede Nacht und diese Armenküche wurde quasi dem Erdboden gleichgemacht. Shadia und mich lassen sie in Ruhe, immerhin. Dafür hat Hotefress gesorgt. Hotefress. Wo sind die Aufzeichnungen? Ich bat unseren treuesten Diener, sie in unserem Haus zu verstecken. Sie können es so oft durchsuchen, wie sie wollen. Sie werden es niemals finden. Kannst du mich hinbringen? Ich wurde zum Leuchtturm gerufen für eine weitere ihrer Routineuntersuchungen. Oh. Das könnte gefährlich sein. Ist da Leibesvisite dabei? Wir arbeiten mit dem Krokodil zusammen. Sie machen das alle paar Tage. Sei unbesorgt. Sie werden niemandem etwas tun, der ein öffentliches Amt bekleidet. Shadia, zeig Bayek den Weg zu unserem Haus. Komm schon, Onkel Bayek. Von diesem Dach aus kannst du mein Haus sehen. Komm einfach mit. Du hast doch keine Höhenangst, oder? Das war irgendwie gruselig. Die spricht vor, ohne den Mund, Mund zu öffnen. Ja, geh mal vor hier, Mädchen. Außerdem will ich meine Puppe wieder haben. Die kostet bestimmt ein paar. Gelernt, so zu klettern. Das macht ein paar Spaß. Dukaten. Ja, wenn ich die verkaufe, ne? Wie heißt eigentlich die Werbung von denen? Ich weiß es gar nicht mehr. Waren das Dukaten? Nee. Lass mich mal gucken, das interessiert mich jetzt. Wo ist es denn hier? Inventar. Ressourcen. Was auch immer, hier steht nichts. Münzen. Taler. Ich komme oft hier hoch. Von hier sieht alles so schön aus. Die Menschen sollten glücklich sein. Der hat ja lauter so Puppen. Keine Sorge. Deine Mutter und dein Vater kümmern sich um sie. Wo ist euer Haus? Auf dem Hügel dort. Siehst du's? Ja. Oh ja. Und Soldaten. Und Soldaten. Genau. Meine Freunde, ne? Hier. Wir schleichen uns wieder ein. Du solltest wieder zu deiner Mutter. Es könnte gefährlich werden. Mir wird nie etwas Schlimmes passieren. Oh. Ich kann kämpfen, weißt du? Ja, genau.
Tut sie. Tut sie mit Sicherheit. Bleib stehen. Oh, oh, oh. Wir rennen schon direkt rein hier, ne? Wir machen es mal ganz geschickt. Und zwar... Der Riddle geht jetzt hin und scannt mal die ganze Anlage ab hier. Ja. Wo sind sie denn, die Freunde? Zwei? Drei? Zwei. Okay. Wir könnten durchs Hintertürchen rein, ne? Hier. Das sieht gut aus. Dann hier. Oh, hier sieht es auch nicht schlecht aus, aber da müsste ich den ablenken. Wir versuchen das hier. Da muss ich jetzt so weit laufen. Ich bin faul, ich weiß. Fauler Rilwe hier. Aber wir haben so viel Zeit verloren jetzt. Da müssen wir wieder Zeit gut machen. Kann ich denn irgendwas schmeißen oder so? Ich mach das einfach. Dieser Ort wird schwer bewacht. Warte mal. Hotte Fress! Nee. Jetzt! Ach, ich habe übrigens gelernt, dass ich die lieben Kollegen hier gleich plündere, wenn ich die mittels Attentat, also so wie eben im Prinzip, töte. Haben wir die Aufzeichnungen? Nein. Noch nicht. Ich würde jetzt gerne. Der Hauptmann verhört den Diener gerade oben. Ich würde jetzt gerne den da vorne killen. Ägyptische Pack. Renut ist eine gebrandmarkte Frau. Treue zu ihr bringt jetzt ihn nur den Tod. Oh, verdammt. Wer schießt hier? Nein! Du kannst nicht fliehen. Oh, Mist. Kacke. Da bist du ja. Mein, ey, was ist heute los? Warum stirbt der eigentlich nimmer? Mit einem Schuss. Hallo, schieß auch. So. Warum schießt der nicht? Ich versteh's nicht. Hey, bleib wo du bist. Oh, er ist raffiniert. Das kann ich aber auch. Oh, oh ja. Das kann ich auch, wie gesagt. So. Du bist jetzt auch dran, mein Freund. Ah! Oh, Mist! Yes! Und du auch noch. Oh, Dicker. Irgendwas stimmt nicht mit der Steuerung heute, Leute. Oh! Wenn ich den Button loslasse zum Schießen, also den Bogen loslasse im Prinzip. Hallo? Ja. Dann. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Dann schießt er nicht. Er packt einfach den Bogen weg. Oh! Nein! Scheiße! Da kommt der nicht an. So, wir schneiden jetzt auch nichts raus hier. Das bleibt jetzt alles drin. Mir ist scheißegal. Natürlich war es wieder klar, dass der Rilwe in der ersten Folge seit langem gleich wieder stirbt. Ne? Ganz klasse. So. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Mir egal. Komm her, mein Freund. Hey, du hast da was. Er hat ihm doch eben voll in die Eier gegriffen, oder? So, jetzt guck da mal. Jetzt ziehe ich dem im Prinzip den ganzen Lebensbalken weg. Wenn ich da treffe, ne? Oh, Mist! Haben wir die Aufzeichnungen? Noch nicht. Schnell weg hier. Mehr lange dauern. Den greifen wir uns. Habt ihr den Pfeil gesehen? Er ging direkt durch die Möhre durch hier. Ägyptische Pack. Renut ist eine gebrandmarkte Frau. Und treue zu ihr bringt ihm nur den Tod. Hey du! Dass sie gleich sterben davon, gell? Das sind gerade mal 4 Meter, 5 Meter. Wenn überhaupt. So. Wo sind sie? Sie sagten doch, dass sie hier... Ja, hier ist das Ziel. Ich sehe schon. Sind die jetzt zu zweit hier drin? Ich sehe nur den einen. Warum hat Zenu den eigentlich nicht gesehen? Das stimmt doch irgendwas nicht. So!
Stirbst du so schon? Überhaupt nicht. Wir gehen nochmal runter. Yes! Ich hätte nicht gedacht, dass das klappt. Das sah eben nämlich ganz komisch aus. Oh, und ich habe einen Skill, guckt euch an. Vergiften. Zack. Verwesungsgift wird indiziert. Oh, da liegt... Was ist mit dem da drüben los? Das Gift beschleunigt die Verwesung und dann ist der Körper eigentlich nicht mal lange da, aber das dauert ja Jahre. Ich habe es noch nie ausprobiert bisher. Okay, er dampft. Er macht mächtig Dampf. Das dauert ganz schön lang. Nee, da gucken wir jetzt nicht mal zu. Oh, shit! Soll ich dich hier raustragen? Hole die Aufzeichnung Renuts aus der Villa. Aus Renuts Villa, so. Ja, wo? Wir haben ja hier noch mehr Leute getötet hier. Die liegen aber alle gleich da, gell? Da ist was. Da ist es. Ich wünschte, Papa könnte nach Hause kommen. Ich vermisse ihn. Ich möchte ihm meine neue Puppe zeigen. Mama hat gesagt, wir müssen diese Schriftrollen für ihn verstecken. Also werde ich helfen. Wenn ich sie nehme, muss Papa sich keine Sorgen mehr darum machen und kann wieder nach Hause kommen. Gute Idee. Das ist von Shadia. Sie hat die Aufzeichnung. Und ich schicke sie zu ihrer Mutter. Ups. Ich muss zu Renut, bevor die Soldaten da sind. Oh, Shadia. Was hast du nur getan, meine Kleine? Mit dem Krokodil darf man nicht spielen. Okay. Also hat Bayek einen mächtigen Fehler gemacht, oder? Hey! Ui! Ja, genau! So, wir gehen jetzt hier raus. Ich kämpfe mich jetzt nicht durch die ganzen Horden hier. Denn hier draußen lassen sie mich in Ruhe. Ja, das war lustig! So! Ab zu Renut. Renut! Wir müssen wieder zur Armenküche, das heißt... Ach ja, okay, jetzt erinnere ich mich. Da, wo gekocht wurde. Oder? Nee. Doch. Dieses Giftzeug. Ist sie hier? Die Soldaten kamen und brachten sie zum Leuchtturm. Die kleine Shadia auch. Okay. Es ist zu spät, klar? War ja klar. Irgendetwas stimmt nicht, oder? So etwas ist noch nie passiert. Berichte Hotefress davon! Verflucht nochmal! Dieser scheiß Name! Renut und Shadia sind im Leuchtturm! Ich muss sofort dahin! Neck! Neck! Berichte Hotefress davon! Hotefress oder ich schlag dich um hier! Also, ich würde sagen, der Leuchtturm sieht schwer bewacht aus. Wir werden mal gucken, ob wir über den Wasserweg reinkommen, ohne dass wir jetzt von den Krokodilen oder so gefressen werden. Sind die überhaupt welche? Ich hoffe nicht. Was haben wir getan? Ruhig. Oh, Krokodil. Stichwort. Ich muss hier raus. Ja, 27. Ich muss hier weg. Oh, was war das? Ich weiß jetzt wieder, wie ich Gegner anlocke. So. Mal gucken, ob der hierher kommt, der Typ. Alter, der Pfiff, da war ja schon interessant, oder? Hier. Ja, das ist überhaupt nicht beeindruckend, der Typ. Der Hauptmann ist eine harte Nummer hier. Komm her! Das war die sogenannte Taekwondo-Rolle. Dann haben wir zwei am Lagerfeuer. Wenn ich pfeife, dann kommen die wahrscheinlich zu zweit auch her. So, das heißt, mein Freund da drüben. Der stirbt nicht. Der stirbt nicht von meinem Schuss. Ah, okay. Okay, sehr schön. Der Hauptmann kommt hierher. Dann warten wir mal auf seine Patrouille. Na, und wie geht's euch so? Wir warten jetzt schön.
Wir warten. Wir warten. Ja, komm jetzt her, Mensch. Oh, so ist gut. Ja, noch ein Stückchen, mein Freund. Yes. Auf Wiedersehen. Das war's mit dem Hauptmann. So, jetzt gucken die zwei natürlich genau in meine Richtung. Aber ich habe noch ein anderes Problem, und zwar will ich den hier erst weg haben. Das hat nicht gereicht, stimmt. Habe ich vergessen. Was machen denn die Flamingos da? Huh? Leute. Tschüss! Ups! Und jetzt ist der hier dran. Der könnte sterben. Nee, tut er nicht. Dann holen wir uns hier so. Ja! Yeah. Ha! Ah, du liebe Zeit. Das erste Mal kein Alarm ausgelöst. Ich muss drei Kreuze machen hier. Das geht überhaupt nicht. Habt ihr überhaupt Plunder hier? Sehr schön. Alles mitgenommen. Der ganze Scheiß her. Sehr gut. Wir haben unsere Ruhe. Oh nein, sie sind weg. Renut? Alles wird gut? Renut. Shadia. Das war ganz schön schad. Ja, ich höre schon auf. Finde Shadia. Oh. Entweder ist er auf irgendeinem Boot. Okay. Ich muss husten. Oh, nein! Haben die die ertränkt? Ich glaub's nicht. Ich glaube es nicht. Ah, die haben doch irgendwas vom Krokodil erzählt, oder? Kann ich überhaupt nochmal schnell schwimmen? Ah, Viereck. Wir haben jetzt keine Zeit für... Nee, der nicht. Oh shit! Oh shit, die haben sie tatsächlich umgebracht. Oh shit. Das Krokodil hat gewonnen. Die Aufzeichnungen fort. Meine Tochter, meine Shadia, er hat uns wirklich alles genommen. Oh je. Er wird dafür büßen. Und alle, die ihm dienen. Nichts davon bringt Neshadia zurück. Nein. Aber vielleicht findest du Trost in der Rache. Wie ich auch. Ich hoffe es.
Ich werde alles tun, um dir zu helfen, Bruder. Bruder? Konnte Hennut dir schon was erzählen? Nur, dass noch andere Männer bei den Soldaten waren. Große, imposante Krieger. Einer war rothaarig. Eindeutig das Krokodil. Ich glaube, es waren Gladiatoren aus der Arena in Krokodilopolis. Logisch. Anscheinend setzt dieses Monster sie für seine Drecksarbeit ein. Ich finde dieses Monster, mein Freund. Er wird sterben. Yeah! Faust drauf! Hey, die hauen ab mit meiner Puppe! Die kostet 7000 Denar. Genau, jetzt habe ich die Währung wieder. Was eine Scheiße. Ah. Ja, superklasse. Der Rachen des Krokodils. Das ist also unsere nächste Quest. Oder? 28? Au. Oh. Wir haben zwei 28er, das heißt, der Rilwe muss mal wieder etwas leveln. Okay, okay. Das mache ich wieder off-cam. Ist eigentlich auch ein guter Punkt, jetzt aufzuhören. Perfekt eigentlich. Denn wir wissen, wir suchen einen Rothaarigen. Ein Gesandter des Krokodils. Okay, gut. Also ich mache off-cam, mache ich ein paar Nebenquests, damit wir wieder das vorgeschriebene Level erreichen. Und dann machen wir genau da weiter, versprochen. So schnell wie es geht. Ich gucke, dass ich heute noch dazu komme. Und dann kriegt ihr heute ein kurzes Video, ein schnelles Video. Angenehmer zu schauen, wie ich finde. Und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Wenn es heißt... Ich habe jetzt gedacht, er macht irgendwas Cooles, macht aber nicht. Okay. Danke fürs Einschalten. Wie immer, sehe ich euch im nächsten Video. Ciao.